Fragen. Erste Rednerin ist die Frau Kollegin Gottschalk von den Freien Wählern. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter, ich sehe die Zeit. Ich weiß, ich habe den Herrn Bocklet hinter mir. Sehr geehrter Herr Präsident. Und Ihre Fraktion vor sich. Ja, das ist manchmal schon auch besser als hinter sich. Gut. Also, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Fraktion, aus den anderen Fraktionen, eine ganz einfache Frage, der Morgenstunde angepasst. Sie müssen noch nicht viel denken dabei. Als Sie diesen Montag oder Dienstag Ihren Koffer gepackt haben für die Sitzungswoche hier in München, wussten Sie da, wann Sie wieder nach Hause kommen würden? Konnten Sie Ihrem Partner, Partnerin und Ihren Kindern sagen, wann Sie wieder da sein werden? Nein. Wussten Sie, wie viel Kleidung Sie einpacken müssen, um für die Zeit, in der Sie nicht zu Hause sind, immer etwas zum Wechseln zu haben? Haben Sie Arzttermine, Behördengänge, andere private Termine so gelegt, dass Sie diese wahrnehmen können, wenn Sie wieder daheim sind? Ich weiß, auch bei Politikern gibt es Unregelmäßigkeiten, aber im Normalfall... Im Normalfall haben Sie diese Fragen... Und ich denke natürlich, wir haben ein ernstes Thema vor uns. Im Normalfall haben Sie diese Fragen beantworten können. Unsere Bereitschaftspolizei kann das momentan nicht. Es sind Selbstverständlichkeiten im täglichen Leben, die wir unserer Bereitschaftspolizei momentan, und momentan ist jetzt nicht ein Zeitraum von 3-4 Wochen, sondern jetzt ein längerer Zeitraum, das ganze Jahr, seit dem G7-Gipfel gehäuft, Selbstverständlichkeiten, die wir unserer Polizei nicht zustehen. Die Bereitschaftspolizei hat zwei Aufgaben, die Unterstützung anderer Teile der Polizei und die Ausbildung von zukünftigen Polizistinnen und Polizisten. Wie schaut die Wirklichkeit momentan aus? Die Vorschrift besagt, ein einsatzfreies Wochenende pro Monat für jeden Einsatzzug. Wie schaut die Realität aus? Das wird nicht mehr eingehalten. Manche, und diese Fälle haben wir inzwischen gehäuft, sind bis zu 11 Wochenenden nicht zu Hause. Vorschrift, ein verbindlicher 14-Tage-Einsatzplan für jeden Einsatzzug. Die Praxis, fast täglich neue Planung, keine Planungssicherheit mehr für die Beamten, für private und für familiäre Angelegenheiten. Und das ist der Grund, warum wir diese Aktuelle Stunde zu diesem Thema einberufen haben, weil wir glauben, und für diese Bereitschaftspolizei ist ganz klar hier der Landtag zuständig, das geht nicht so weiter. Wir haben eine Fürsorgepflicht und die Beamten, Beamtinnen sind am Limit. Wo kommen die Probleme her? Wir haben zu wenig Bundespolizisten und Bereitschaftspolizei in den anderen Bundesländern. Das ist uns klar. Deswegen müssen bayerische Polizeibeamte nach wie vor, trotz der, und wir haben es ja gehört, Lage, die nicht mehr zu bewältigen ist in Bayern, trotzdem helfen wir aus bei Großveranstaltungen, Demonstrationen, Fußballspielen außerhalb Bayerns. Für die anderen Bundesländer hat es sich gerechnet, rechnet es sich anscheinend, die Bereitschaftspolizei dort abzubauen. Aber wir tragen das mit. Unser Staat, unsere Regierung, die bayerische CSU ist mit in der Regierung. Das wird vergessen. Ein weiterer Problempunkt, die Ausbildungsseminare, die ja jetzt gefordert sind, wenn es heißt, wir haben wieder mehr Polizisten, sind nicht alle etatisiert. Wir wollen das heute ganz klar zum Thema machen. Das ist jetzt in der dritten Legislaturperiode ein Anliegen,
für jede Hundertschaft eine Etatisierung zu haben und sie nicht einfach so mitlaufen zu lassen, mit zudem inzwischen zu kleinen Zuggrößen. Die einen sind krank, die anderen müssen Urlaub haben, sodass im Prinzip immer wieder die gleichen unterwegs sein müssen. Und das führt zu dieser Situation, dass, und das ist, glaube ich, nicht zum Lächeln, wenn man draußen die Leute fragt, sie einfach sagen, wir können nicht mehr, unsere Familien machen nicht mehr mit. Natürlich freuen wir uns und natürlich ist es notwendig zu sagen, wir haben 500 zusätzliche Polizeidienstanwärter. Nur nirgendwo steht momentan im Haushalt, wo das Personal dafür herkommen muss. Das heißt, um diese auszubilden, muss ich natürlich wieder Leute aus dem Einsatz abziehen. Das heißt, die Personalsituation wird momentan natürlich dadurch verstärkt und hier muss man halt kreative Lösungen suchen. Wir fordern einmal ganz klar eine Etatisierung der Ausbildungseinheiten. Die Zahlen draußen in der Ausbildung müssen endlich die Realität wiedergeben und dazu gehört auch eine deutliche, ausgewiesene Erhöhung des Lehrpersonals. Wir fordern eine Aufsteckung der Basisgröße in den Einsatzzügen. Und dann fordern wir natürlich, und Herr Innenminister, das sind Sie gefordert, Sie spucken ja, Gott sei Dank manchmal, auch große Töne, dann spucken Sie sie doch auch bitte in diesem Zusammenhang den anderen Bundesländern gegenüber. Dann sind eben momentan weniger Einsätze der bayerischen Polizeibeamten in anderen Bundesländern da. Dann müssen Sie halt ihr mal Ihre Drohkeule auspacken und sagen, so nicht. Fordern Sie doch dann umgekehrt die anderen verstärkt an für uns bei eben den Fußballspielen, bei Demonstrationen und so weiter, sodass hier nicht alles auf den Rücken der bayerischen Beamten und Beamtinnen ausgetragen wird. Treten Sie bzw. unser Ministerpräsident, unsere bayerische Regierung in der EU stärker auf. Wenn wir keine Absprache wegen der Flüchtlinge EU-weit zustande bekommen, dann gibt es eben auch hier in dem Fall zum Beispiel keine Vorschriften, wie die bayerische Polizei ihre Schicht- und Arbeitszeitmodelle zu machen hat. Lösen Sie die technischen Probleme. Ich bin erschrocken auf meine Anfrage von der vorletzten Woche, dass hier im Prinzip doppelte Arbeit geleistet wird bei der Registrierung. Antworten Sie ja als Regierung, eine Schnittstellenproblematik resultiert aus den unterschiedlichen Systemen des Bundes und der Länder und datenschutzrechtlicher Vorschriften. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 24.09.2015 aufgefordert, hier eine Lösung zu erarbeiten. Da arbeiten jahrelang Institutionen nebeneinander her, das kostet Personal und da kommen wir vor einem Monat drauf, dass wir sagen, das muss geändert werden. Wir entnehmen dem Haushalt, dass natürlich Personal auch in Koordinierungsstellen, in Stabstellen erhöht wird. Wir bitten hier nicht auf eine Verkopfung, es letztlich zu einer Verkopfung zu kommen zu lassen und die Basis nicht zu vergessen. Wir reden viel mit Polizisten, wir wissen sie auch. Polizei ist ein Job fürs Leben. Wir müssen ganz gut aufpassen, wir dürfen junge Leute nicht gleich nach der Ausbildung verheizen und das passiert momentan. Es gibt ein Leben neben dem Beruf, auch für die Polizeibeamten. Sie haben einen Anspruch auf planbare Freizeit, auf ein Familienleben. Unsere Verteidigungsministerin wird oft belächelt, so quasi die Bundeswehr, die auf einmal auf die Kinderchen aufpasst. Es ist der richtige Weg, wenn wir gute Leute in solchen Positionen haben wollen und das wird bei uns momentan vernachlässigt, weil das sage ich Ihnen, das machen die Familien nicht lange mit. Es geht auf den Kindern aus, es geht auf den Partnern heraus und das ist eigentlich nicht im Sinne der Fürsorge eines Staates für seine Beamtinnen und Beamten. Wir fordern von der privaten Wirtschaft, Familie und Beruf für Väter, für Mütter vereinbaren zu können. Wir selber halten es in diesem Bereich in keinster Weise ein. Wenn man mit Polizeivertretern spricht, dann jammern sie eigentlich nicht sofort. Sie sagen, wir sind dazu da, Lösungen zu suchen. Jammern ist nicht unser Job. Aber es ist die Aufgabe unseres Staates, unserer Regierung, dieses Landtages, dafür zu sorgen, dass die Beamten
ihre Arbeit, ihre Berufung mit den richtigen Rahmenbedingungen machen können. Und wir sind dafür verantwortlich, weil diese Leute sorgen dafür, dass unsere Sicherheit, und es ist nach wie vor die Basis unseres materiellen und ideellen Wohnstandes, garantiert sind. Und ich danke auch an dieser Stelle natürlich allen. Ich habe jetzt die Bereitschaftspolizei herausgegriffen. Natürlich sind alle Polizeibeamtinnen und Beamten und Angestelltinnen und Angestellten gemeint. Und ich wünsche für diese alle gute Besserung.